Yo, servus Leute, hier ist wieder JMOS aka Chris und wir machen heute weiter mit dem 23. Spieltag. Wir werden gemeinsam tippen, wir werden die News checken, wir werden Transfermarkt machen und, wir werden aufstellen. All das heute zusammen. In diesem Sinne werde ich euch nochmal kurz auf das Video hinweisen, was ich unter der Woche released habe. Das ist ein kleines Video-Tutorial für euch und zwar über comstats.de. Für alle Interessierten schaut mal rein. Es geht dann um die Auswertung von Statistiken, von den eigenen Spielern, von der Mannschaft, von Marktwerten und so weiter. All das habe ich für euch heute vorbereitet, beziehungsweise die Woche vorbereitet. Und heute wollen wir gemeinsam einfach ja, unsere Aufgaben erfüllen, nämlich aufstellen, Transfermarkt checken und. Also fangen wir direkt an. Die News sind gecheckt. Brandt, Pulisic, Hübner. Keine wesentlichen News. Es ist jetzt gar nichts Großes passiert die Woche. Wir hatten DFB-Pokal, wir hatten Bayern, wir hatten Hummels, der sich verletzt hat, wir hatten Gladbach, die ja solide durchgekommen sind und da hat sich, glaube ich, keiner verletzt in dem Spiel. In diesem Sinne, Dortmund ist ausgefallen und wir schauen einfach also dann erstmal auf den Transfermarkt. Und wir schauen deshalb auf den Transfermarkt, weil wir noch 2 Millionchen haben und vielleicht was traden können, wenn es was Gutes gibt. Moisander von Werder Bremen mit 36 Punkten die Saison versehen, ist für mich kein wirklich Spieler, der in Frage kommt. Auch Córdoba nicht. Wir sind mit 3 Stürmern gut besetzt, Memedi nicht. Renato Sanchez, da sage ich mal besser gar nicht zu. Majoral, okay. Transfermarkt ist gecheckt. Es gibt keinen Spieler, auf den wir bieten könnten, der vielleicht auch für uns, für den Geldbeutel, was Gutes tun könnte. Deswegen kommt das erstmal nicht in Frage. Schauen wir also erstmal auf die Aufstellung. Jo, Aufstellung, Aufstellung, Aufstellung. Schauen wir mal. Gute Nachricht, kein einziger Verletzter. Auch deswegen für mich eigentlich unproblematisch dieses Wochenende wieder. Einige Fehler waren ja letzte Woche dabei. Wir hatten Bell nicht drin, wir hatten Rodriguez nicht drin und wir schauen einfach mal genauer hin. Wir fangen aber diesmal von oben nach unten an. Das ist für mich einfacher. Wir werden ein 3-4-3 oder ein 3-3-4 spielen. Lewandowski, Dembélé, Bellarabi, alle gesetzt. Dortmund spielt gegen bei Leverkusen. Aber ich denke mal, da können wir Bellarabi getrost aufstellen. Bayern in München, der wird wahrscheinlich rotiert werden. Grifo spielt gegen Frankfurt. Nikolai Müller, hoffen wir mal, dass wir mal nicht -6 Punkte bekommen und ihn auf die Reise nach Berlin schicken werden. Amiri gegen Ingolstadt, das sieht gut aus. Hübner passt, Plattenhardt passt. Was machen wir mit Belverhaak Rodriguez? Das ist wirklich die Frage des Wochenendes. Mainz spielt gegen Wolfsburg und dann schauen wir einfach mal, was die Statistiken uns im direkten Duell sagt. Also gesetzt sind auf jeden Fall beide mal. Wir haben ein 3-3-4 und 3 der letzten 4 Duelle zwischen Mainz und Wölfen endeten Remis. Dazu gab es einen Mainzer Sieg. Ja, also eher auf Unentschieden aus, das gerichtet, das Spiel. Schadet uns beides nicht. Augsburg spielt gegen Leverkusen, das heißt, Verhaak werde ich wohl nicht aufstellen. Den switchen wir mal raus. Ich glaube, dass mit dem Trainerwechsel Rodriguez Sinn macht. Ja, wir haben mit Wolfsburg einen Trainerwechsel. Ismail ist entlassen. Jonker, glaube ich, hat übernommen. Ein holländischer Trainer, der unter Louis van Gaal und Co. schon trainiert hat. Also einige Erfahrungen mitbringt. Ich meine gelesen zu haben in der Woche, dass er auf ein 4-4-2 oder auf jeden Fall 4-5-1, also respektive 4-4-2 spielen wird. Also auf jeden Fall die Viererkette ist gesetzt bei Wolfsburg, vielleicht auch ein 4-3. Das weiß ich nicht ganz genau, aber ich schätze mal, dass es auf ein 4-5-1 oder 4-4-2 hinauslaufen wird. Gut, ja, dann können wir das Ganze so speichern, sind dann mit der Aufstellung auch durch. Torwart ist ganz klar gesetzt und müssen noch gemeinsam tippen. Die Tipps Augsburg gegen Leipzig gab es, glaube ich, noch nicht und wird auch eigentlich eine klare Sache sein, dass das 2-0 enden wird. Vielleicht macht Bobadilla eine Kiste, dann sind wir bei 2-1. Ja, Bremen wird gegen Darmstadt siegen, obwohl Frings nach Bremen zurückkehrt. Denke ich mal, dass das doch schon ein deutlicher Verlauf nehmen kann mit Kruse, Pizarro und Co. Gnabry, der überragend zuletzt gespielt hat. Auch da sind wir beim nicht 12, sondern 2-0. Dortmund gewinnt gegen Leverkusen. Die haben sich in der Woche ausruhen können. Leverkusen, naja, brauchen wir auch nichts zu sagen. Der letzte Vortrag gegen Mainz war eher lächerlich. Hoffenheim-Ingolstadt, das wird ein 2-0. Auch ein 2-0. Ja, 2-0. Mainz gegen Wolfsburg, ich glaube, ein 1-2 ist realistisch. Bayern wird sich schonen gegen Köln, das wird ein 3-0 oder ein 3-1, ein 3-1. Gladbach-Schalke wird ein Duell auf Augenhöhe. Schalke war unter der Woche natürlich unter die Räder gekommen bei den Bayern.
Gladbach war jetzt auch nicht so stark, aber 1-2 in Hamburg ist okay. Zu Hause sind wir nicht ganz so stark. Ich tue mich schwer, aber ich werde einfach meiner meinen Gewohnheiten nicht fernbleiben und werde auf 0-1 tippen, auch wenn ich glaube, dass Gladbach gewinnt. Gut, Frankfurt gegen Freiburg. Frankfurt muss jetzt langsam mal wieder zu Potte kommen. 2-1-Sieg. Hamburg hat gut gegen Gladbach gespielt. Gegen Bayern 0-8 und deswegen gewinnt Leverkusen knapp mit 1-0. Tipps abgeben. Damit wären wir durch. Wir haben aufgestellt, wir haben die News gecheckt, wir haben getippt. Wir haben eigentlich alles gemacht, was wir tun müssten für das Wochenende. Wir sind also präpariert und aufgestellt. Wunderbar. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg. Schaut einfach mal hier mit auf den Liga Insider. Da habe ich euch auch schon einen Guide zu gemacht, denn ihr seht, dass Hummels zum Beispiel zur Verfügung steht. Dass Boateng langsam wieder anfängt zu trainieren. Hazard muss sich gedulden, also spielt nicht mit und so weiter. Sie sind nochmal schön die News kompakt zusammengefasst und ihr könnt also davon ausgehen, dass Hummels spielt. Wobei, da kann man nicht immer dann wirklich drauf setzen, aber ich glaube, da haben die auch keine Alternative in der Innenverteidigung. Deswegen kann man davon ausgehen, Hummels wird wahrscheinlich auflaufen. Gut. Ja, schaut auf den Insider, schaut auf die Aufstellungen in den Foren und so weiter. Das ist immer ganz gut gemacht. Und ja, in diesem Sinne, viel Erfolg fürs Wochenende. Drückt mir die Daumen. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben. Und ja, haut's rein. Euer James. Viel, viel Glück am Wochenende.